Red Bull Salzburg, RB Leipzig, LASK und schon seit seiner Jugend Torhüter der Nation. Alex Schlager verbringt seine Arbeitstage am Rasen, die Freizeit beim CrossFit. Der 1,84 Meter große Salzburger ist durchtrainiert. Problemzonen, Fehlanzeige. Und trotzdem, zufrieden ist er nicht. Ich war dann eigentlich durchgehend müde und habe mir sehr schwer da beim Regenerieren und bei diesen Sachen und da immer wieder diese mentale Fitness bis zum nächsten Spiel voll herzustellen. Schuld daran seine Ernährung. Die war zu gesund. Er hat zum Beispiel einfach gerne am Abend Salat gegessen, er hat einfach gerne auch Gemüse gegessen, was ja super ist. Ja. Aber dann kommt auch noch dazu, dass gerade ein Torhüter, ja, gerade im Fußball, im Training, so oft auf den Boden fällt. Ja. Und wenn man sich einfach mal anschaut, wie oft, ja, dann kommt man auf über 100 richtige, intensive Bodenkontakte. Das bedeutet, da kommt eine Wirkung auf die Muskulatur, auf den Sehnenknochenapparat. Das hat kein anderer Spieler im Fußball. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Information, wenn man die weiß, ja, auf die man oft selber als Leistungssportler gar nicht denkt. Ja, kriegt die Ernährung bzw. die regenerationsfördernde Ernährung einen ganz anderen Input. Alex Schlager will mehr rausholen, noch fitter werden und kräftiger. Holt sich dafür Ernährungscoach Christian Putscher und ist schockiert. Das Schwierigste für mich war einfach dieses häufige Essen und dieses auch zu essen, wenn du nicht wirklich einen Hunger verspürst oder wenn du ja eigentlich satt bist, über dieses Gefühl drüber zu gehen, ständig, eigentlich komplett konträr zu dem, was man eigentlich als normaler Mensch macht, weil da sagt man ja eigentlich, ja, man hört auf, wenn man satt ist. Und bei mir war es nachher schon so am Anfang, vor allem in der Findungsphase, wo ich einmal ausprobiert habe, viel, was tut mir gut, was vertrage ich gut, wann kann ich was essen, zu welcher Uhrzeit, ohne dass mich beim Sport dann beeinträchtigt. Und da einfach einmal ja, zu sagen, voll angegessen ins Bett gehe. Mit vollem Bauch ins Bett, das ist notwendig, denn Alex Tage sind anstrengend. Wenn der zweimal Training hat, ja, dann später Abend heimkommt, wann hat der Körper das erste Mal Zeit zum Regenerieren? So, und in dieser Phase müssen, wenn es geht, alle wirklich wesentlichen Nährstoffe, die der Körper braucht, ob das dann die Kohlenhydrate sind, ob das die essentiellen Aminosäuren sind, ob das die guten essentiellen Fette sind, die müssen in den Verdauungstrakt rein, dass spätestens in der Nacht muss diese Aufbauarbeit stattfinden, diese Regenerationsmaßnahme, weil sonst ist die Verletzungsanfälligkeit enorm hoch in dem Job. Dennoch, es bleibt eine Gratwanderung. Mehr Essen fördert die Regeneration, steigt aber das Gewicht, leidet die Leistung. Am Rasen merkt man jedes Kilo. Reaktionsfähigkeit, Sprungkraft, Athletik. Für Alex Schlager war die Umstellung eine Überwindung. Schon jahrelang hat er sich sauber ernährt. Ungesundes einfach weggelassen. Wenn ich fühle von was ist, was ich vielleicht nicht so essen sollte, dann ist es egal, ob ich Profisportler bin oder nicht. Wenn ich das Falsche esse, dann wird es auch bei mir mehr werden. Und ich sage, ich bin jetzt auf einer Position, wo ich jetzt nicht wie ein Spieler im Spiel 12 Kilometer runterspul, sondern sind doch ein bisschen weniger. Und da ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich kann essen, was ich will. Das war beim Alex zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, weil süß war jetzt eher so mit nicht so gesund besetzt. Ja. Und obwohl es ihm eigentlich irrsinnig schmeckt. Und wenn ich sage, okay, wenn ich aber die Zutaten dementsprechend optimiere und dir schmeckt es dann und du merkst, es tut dir gut, ne, ist sozusagen der erste Schritt getan. Und das waren sozusagen die ersten Schritte, die wir gestartet haben. Was würdest du jetzt sagen, wenn du die Ernährung vor dem Christian und danach anschaust? Was ist so der größte Unterschied? Ich habe zwar gesund gegessen und habe geschaut, dass ich ja, Gemüse und Salat und alles, was man halt so kennt, zu mir nehme. Und plötzlich hat sich das alles ein bisschen geändert. Ich darf alles essen, was ich mag. Es gibt nur ein paar so Richtlinien, an denen ich halte. Und wenn man dann eigentlich in dem Schema drinnen ist, dann fällt das eigentlich ganz leicht. Und der größte Vorteil für mich jetzt ist, dass ich einfach auf nichts mehr verzichten muss, sondern dass ich alles essen kann, auf was ich Lust habe. Gibt es also Tage, wo du sagst, heute darfst du zum Mäcki gehen oder heute gibt es eine fette Pizza? Fix. Also vor allem, das ist ja auch, gehört ja auch irgendwo dazu zum Leben und ich möchte das jetzt nicht missen, nur weil ich Profisportler bin. Ich habe halt, das Einzige, was ich gelernt habe, ist, wann kann ich es machen und wann halt nicht. Und da das herauszufinden, beziehungsweise habe ich das auch mit Christian oft besprochen, weil ich halt auch ein Typ bin, der ja schon ein Verlangen auch nach Süßigkeiten hat oder nach Schokolade oder einmal nach was Deftigerem. Aber das habe ich eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt mit dem, dass man halt einfach zu den richtigen Zeitpunkten was isst. Dann ist auch der Heißhunger oder dieses Verlangen nach was nicht so groß.
Und ja, an gewissen Tagen, wenn es dann einmal passt, dann gibt es auch einmal eine Pizza, McDonalds oder auf das, was ich heute halt wirklich Lust habe. Der Trick, den richtigen Zeitpunkt finden. Dann ist selbst das erlaubt. Einen Tag nach dem Spiel, wenn jetzt nicht unmittelbar ein Wettkampf wieder bevorsteht und das Training sich eher im regenerativen Bereich bewegt, also wo ich einfach ja, entweder im Ausdauerbereich oder so irgendwo bin, wo ich jetzt nicht irgendwie am Platz draußen bin, wo ich ständig auf die Knochen feuere und ständig auf die Muskeln feuere oder wo ich ständig mich in einem Bereich bewege, der intensiv ist, aber auch wieder nicht so intensiv, dann kann ich mir das ruhiger mal gönnen. Und genau das machen die meisten falsch. Nach einem anstrengenden Training hat man sich das hier schließlich verdient. Dabei kann unser Körper Fett am besten speichern, wenn er es zuvor verbrannt hat. Nach dem Sport also lieber gesund statt Junkfood. Wie schaut jetzt zum Beispiel dein Essenstag aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wenn ich in der Früh Training habe zum Beispiel, dann schaue ich, dass ich durch das, dass ich auch pendle von Salzburg nach Linz oft, schaue ich natürlich auch, dass die Energiezufuhr beim Autofahren durch die Konzentration, die was da schon beeinflusst wird, ein bisschen gleich wieder auffrischt, dass ich dann vor dem Training eine Kleinigkeit Frühstück, nur ganz kleine Sachen, die was mich halt beim Training nicht beeinträchtigen, weil die Zeitspanne zum Training relativ kurz ist. Nach dem Training natürlich mit den Cookies und mit so Aminosäuren und dann am Mittagessen gleich drauf und am Heimweg ein Trinkjoghurt und am Nachmittag nur ein kleiner Nachmittagssnack und am Abend dann wieder ein ausgiebiges Abendessen und, ja, und dann einfach so zu schauen, dass man die Mahlzeiten über den Tag einfach häuft. Wenn ich in einer Superliga spiele, so wie es BMI ist, ja, dann habe ich in guten Tagen ja, oder in guten Wochen teilweise 2 bis 3 Matches. Ja, und das ist natürlich für den Körper, für den Geist eine mega Challenge. Und hier was zu finden, wo ich sage, okay, was esse ich denn vorher? Ja, weil wenn ich ein bisschen angespannt bin, und das ist mir, da kann eine halbe Stunde plus minus ein Riesenunterschied sein. Und da muss ich auch noch verstehen, okay, das, was ich vor einem Match mache beim Essen, ja, da gehören mehrere Dinge zusammengefasst. Das heißt, nicht nur auf das Thema gesund, sondern eher, was ist sportgerecht, bedarfsorientiert und vor allem, was riecht gut, vor allem, was kann man vielleicht sogar beruhigen und was kann man in meiner Stimmung, in meiner Konzentration fördern. Wie haben da deine Teamkollegen darauf reagiert, dass du auf einmal größere Mengen isst und öfter? Ja, am Anfang kann ich mich noch erinnern, wo ich dann immer mit den Kekse auftaucht bin und eigentlich im Trainingslager mal in meinem eigenen Zimmer so eine Art Foodbar aufgerichtet habe, wo ich halt ja, meine eigenen Sachen ein bisschen mitgehabt habe. Und jeder gesagt hat, boah, wie kannst du das essen und wie kannst du Cookies essen, ohne dass du dick wirst. Und ich habe dann gesagt, es ist ganz einfach, ich schaue halt einfach auf die richtigen Zeitpunkte, wann ich es essen kann. Und wenn ich es will und wenn ich ein Verlangen danach habe, dann tue ich es halt einfach. Und ja, war nachher am Anfang schon so, was jeder dachte, Und mittlerweile fragen schon ein paar Spieler, hey, kann ich mir da einmal einen Cookie von dir probieren und so weiter. Also ist schon ganz spannend, wie sich das entwickelt.